Habe ich eventuell eine Steuerfalle, wenn ich meine Immobilienfinanzierung umgestalte? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung und auch die Gestaltung von Immobilienfinanzierung ist eines unserer Steckenpferde. Wie in unserem konkreten Beispiel, ich zeige es einfach mal, haben wir hier finanziert für einen unserer Darlehensnehmer 410.000 Euro. Da haben wir drei Vorwortdarlehen drin und eine Kapitalbeschaffung für eine weitere Investition. Derjenige hat drei Immobilien und das haben wir alles zusammen auf eine einzige Immobilie umgeschuldet zum Hammerzins. Wir haben es gesehen von 3,89. Ist also für eine Gestaltungsfinanzierung hier sogar für den selbstständigen Darlehensnehmer richtig, richtig gut. Und hier war die Frage, wir haben alle Finanzierungen zusammen auf sein privat genutztes Eigenheim umfinanziert. Das hat für denjenigen die Frage aufgeworfen, ob er denn dann überhaupt noch die Zinsen von den Steuern absetzen kann für die Immobilien, die er ja mal zur Vermietung gekauft hat, wo er auch die Zinsen absetzen konnte, als die Finanzierung noch auf diese Immobilien gelaufen sind. Und wenn wir es jetzt zusammenfassen, auf der nicht steuerlich absetzbaren Immobilie kann er dann trotzdem die Zinsen von der Steuer absetzen. Dies ist natürlich hier keine steuerliche Beratung, aber meine persönliche Erfahrung und das, was unsere Darlehensnehmer, mit denen wir das schon viele Male gemacht haben, dann auch von ihren Finanzämtern und Steuerberatern zurückgespiegelt haben, ist: Kein Problem, man muss die Finanzierung entsprechend richtig aufbauen. Wir haben das hier in verschiedene Darlehensteile aufgebaut, sodass wir wieder genau das abgebildet haben, was vorher auch da war. Und dadurch kann derjenige ganz genau zeigen, okay, diese Mittel, die mal ursprünglich verwendet worden sind, für eine Kapitalanlageimmobilie, auch wenn sie jetzt auf einer anderen Immobilie besichert sind, die können natürlich weiterhin steuerlich abgesetzt werden. Und natürlich der Teil, der auf dem Eigenheim abgesichert ist und der vorher auch schon auf dem Eigenheim war, der natürlich nicht. Umgekehrt ist die Logik die gleiche, deswegen erschließt sich das auch ganz schnell. Ich kann auch nicht einfach auf einer Kapitalanlageimmobilie, wo ich die Zinsen steuerlich absetzen kann, mir Mittel beschaffen, die ich dann auf meiner eingenutzten Immobilie verwende, um die zum Beispiel zu modernisieren, aufzuhübschen oder irgendwas anderes damit zu tun und dann auf der Kapitalanlageimmobilie von der Steuer absetzen. Das geht auch nicht. Und genauso umgekehrt kann auch das Finanzamt nicht sagen, hier Edgy Badge, nur weil du jetzt als Sicherheit deine eigengenutzte Immobilie, die du nicht absetzen kannst, genommen hast, kannst du zukünftig die Zinsen für deine Kapitalanlage nicht absetzen, denn hier ist relevant, wie wurden die Mittel mal verwendet und nicht auf welcher Immobilie sie abgesichert wurden.